In Schottland steht die wohl wichtigste Wahl in der Geschichte des Landes kurz bevor. Mitte September entscheiden die Bürger über die Unabhängigkeit von Großbritannien. Und zum ersten Mal dürfen auch die 16- und 17-Jährigen wählen. Ich bin gegen die Unabhängigkeit. Ich finde, es ist alles gut, so wie es ist. Ich bin für die Unabhängigkeit. Finanziell wären wir alleine besser dran. Schulen und zahlreiche politische Initiativen stellen Informationen zu der Abstimmung zur Verfügung. Dass 16- und 17-Jährige jetzt zum ersten Mal wählen dürfen, ist unglaublich wichtig. Jugendliche sind nicht die Bürger von morgen, sondern von heute. Sie nehmen ja auch Leistungen in Anspruch. Umfragen zufolge liegen die Gegner der Unabhängigkeit vorne. Unter den Jugendlichen dürften es noch mehr sein, sagen Experten. Die nationale Identität der Jugendlichen ist eher transnational. Sie sind zwar nicht weniger schottisch als ältere Bürger, nur 10% sagen von sich, sie seien eher Briten als Schotten, doch es gibt eben auch weniger Jugendliche, die ihre schottische Identität über ihre britische stellen. Die Jugendlichen machen zwar nur 3% aller Wahlberechtigten aus, doch ihre Stimme ist diesmal mitentscheidend für die Zukunft Schottlands.